Guten Morgen, ihr Lieben. Hugo on Tour, wieder mit dem Auto, ohne Wohnmobil. Wir hoffen, das letzte Mal und der nächste Film ist dann wieder mit dem Wohnmobil. Jetzt sind wir unterwegs, wie wir es ja schon mal gesagt haben, nach Hessen und wollen uns dort ein bisschen umgucken. Wir fahren hoffentlich, wenn das Wetter es zulässt, Fahrrad und schauen mal, was es dort so für Stellplätze und Campingplätze gibt, wie die Umgebung so aussieht, um das dann irgendwann dann mal mit dem neuen Wohnmobil zu erkunden. Seid gespannt auf den Film. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, kurz vorm Ziel. Hier unten im Tal liegt der Edersee. Da ist dann unser Hotel. Noch ein paar Kilometerchen. Ja, eine schöne Landschaft, nicht schlecht. Wetter ist auch ganz gut. Regnet wenigstens nicht, es ist warm. Ja, nun schauen wir mal, wie es da aussieht. Wir haben das kleine Seeschlösschen erreicht und hier seht ihr unseren Blick vom Balkon. Weiter hinten ist der Edersee zu sehen, dazu sagen wir noch später Näheres. Wir sind ganz begeistert von diesem kleinen Hotel. Es ist wirklich schön gelegen, ein toller Ausgangspunkt. Dort hinten, ganz klein, ist die Burg oder auch Schloss Waldeck genannt. Ich hol's mal ran. Momento. Ups, da ist es. Dort gibt es heute Tatsache eine kleine Party, wo wir natürlich hingehen. Ja, der Edersee wird von uns noch erkundet und umfahren und dann melden wir uns wieder. Wir schwingen uns wieder auf das Rad, verlassen die schöne Burg und finden einen Fahrradweg, der sehr merkwürdig ausgebaut ist. Was ist das denn? Jörgi, wo befinden wir uns jetzt? Ja, auf einer ehemaligen Bahntrasse hat man zum Fahrradweg ausgebaut. Ist wohl 27 Kilometer lang. Und startet mit dem Fest, was heute stattfindet, erst in 2 Stunden ist, dachten wir uns, fahren wir mal. Ja. Wir mal sehen, wo das hier hingeht. Wir melden uns gleich wieder, sagt auch der Jörg immer so oft in den Filmen. Bis dann. Nachdem wir gestern Waldecker kennengelernt haben, befinden wir uns nun auf dem Schloss Waldeck oder auch die Burg Waldeck genannt. Sie ist eine schlossartig ausgebaute Burganlage aus dem 12. Jahrhundert im Stadtgebiet von Waldeck. Ein Besuch des kleinen Privatmuseums ist empfehlenswert. Kommt mit uns auf die Waldecker Bergbahn. Sie ist die älteste Gondelbahn in Hessen. Seit 1961 schon bietet die Seilbahn eine schnelle Verbindung zwischen der Strandpromenade am Edersee und der Stadt Waldeck. Und wenn man unten ist und nicht mehr nach oben fahren will, dann kann man nämlich auch die Räder verladen. Und wenn man sich hier die Edersee-Kurkarte kauft, dann gibt es einige Eintritte umsonst. Unter anderem auch diese Fahrt hier. Wir nehmen euch mal mit, sie ist ein bisschen abenteuerreich, weil die Bahn eben so alt ist. Und sie macht Spaß. Es rumpelt und pumpelt, aber genießt es selbst ein bisschen. Nachdem wir nun mit der kleinen Bergbahn hier runter zum Edersee gefahren sind, entdecken wir den kleinen Stellplatz direkt am Edersee. Ja, hallo ihr Lieben. Ja, also ein kleiner Übernachtungsplatz, Durchgangsplatz für 2 Tage. Hinter uns befindet sich die kleine Bergbahn.
kann man nach Waldeck zur Burg hoch. 3 Kilometer von hier entfernt ist die Staumauer, die ja im Krieg so zerstört wurde. Ist niedlich, hat ein Restaurant. Hier steht man gut für 2 Nächte. Das geht schon. Hier im Restaurant muss man sich auch anmelden. Das ist ganz zwingend erforderlich. Entweder per Telefon, wenn es geschlossen ist. Oder da gibt es dann so einen QR-Code. Ne? Das blende ich euch nachher ein. Wir schätzen mal, wir kommen jetzt hier nicht rein, dass es so um die 20 Stellplätze sind, maximal. Und wir haben halt auch schon gesehen, dass du hier auch mit dem Wohnwagen stehen kannst. Sie haben eine Dusche, sie haben eine Toilette. Und ja, für zwischendurch geht das immer. Das hier ist jetzt die kleine oder ein Teil von der Strandpromenade vom Edersee. Gleich geht's weiter aufs Rad und dann schauen wir mal, was uns noch so erwartet. So, ihr Lieben, jetzt stellen wir euch mal den modernen, neuen, terrassenförmigen Stellplatz am Edersee vor. Also ihr habt da alles. Ganz modern angelegt, in Etagen, in Treppen, oben mit einem großen, tollen Restaurant, tolles Waschhaus. Hier gegenüber ist gleich der See. Der Platz ist so angelegt, dass du auf den See gucken kannst. Also für Leute, die als Durchgang hier sind, wunderbar. Für Leute, die länger hier bleiben, auch. Tolle Fahrradwege ringsrum. Man kann sofort hier aufs Rad steigen und losfahren. Gehen wir mal ein bisschen gucken. Das ist die unterste Ebene hier. Die ist freigegeben für Wohnmobile bis zu einer Länge von 12 Metern. Also man soll sich jetzt nicht irritieren lassen von den Hölzern. Das ist sozusagen die Breitenabgabe. Aber von der Länge her dürfen hier Fahrzeuge stehen bis zu einer Länge von 12 Metern. Sehr bombastisch. Und nach oben hin werden die dann kleiner, die Stellplätze. Boah, ist ja mal ein toller Blick, wenn du hier stehst, ne? Oh, sieht ja schon mal toll aus. Das ist das Waschhaus. Das ist das Waschhaus, genau. Und da oben ist das Restaurant. Und das letzte ist die Frühstücksmall. Aha. Da kann man also auch Frühstück bestellen und frühstücken gehen. Na, da gehen wir doch mal gucken. Und da unten, das ist ein Campingplatz. So, das ist jetzt hier die oberste Ebene. Die ist nur freigegeben für Fahrzeuge bis 6,50 Meter. Der Eder-Stausee hat eine Wasseroberfläche von 11,8 Quadratkilometern. Nicht schlecht, oder? Die Ederseefähre, die uns zwischen Rehbach und Scheid ans andere Ufer bringen kann, Wanderer als auch Fahrradfahrer, ist hier tatsächlich angebracht, denn es gibt keine Brücke. Seit 100 Jahren versuchen die Bewohner hier eine Brücke zu bekommen. Es klappt einfach nicht. Die Fähre wurde seinerzeit auch stillgelegt und ist seit 2008 wieder im Betrieb. Wir sind nun schon einige Kilometer geradelt insgesamt und wollen nun auch noch das Schiff benutzen. Das Schiff ist sehr gut ausgestattet, es ist gemütlich, man kann essen und trinken und sitzt toll unten als auch oben. Es lohnt sich sehr, das vom Wasser aus zu betrachten.
Die 400 Meter lange Edertalsperre wurde in den Jahren zwischen 1908 und 1914 erbaut. Durch die Bombardierung im Jahr 1943 wurde sie leider zerstört. Und innerhalb von 9 Monaten wurde sie wieder aufgebaut. Die Staumauer wurde errichtet, um zum einen den Edersee zu entlasten, wenn es zu Starkregen kam und der Edersee einfach zu voll wurde. Und vor allen Dingen auch deswegen, damit die Weserschifffahrt in den Sommermonaten mehr Wasser hatte. Denn dort ging sehr oft der Wasserpegel zurück. Ein gigantisches Bauwerk. Zu Fuß, zu Rad oder zu Schiff. Es lohnt sich. Hier nochmal die Burg vom Wasser aus. Das ist die Liebesinsel, die leider untergegangen ist. Auch an die Kinder wurde gedacht und somit wurde ein Aquapark hier in Hempfurt errichtet, der den Edersee mit einem Maßstab von 1 zu 200 nachbildet. Es gibt eine Hängebrücke, es gibt ein Wasserrad, es gibt einen Wasservorhang und ein Hangelseil. In der Nähe der Sperrmauer gibt es natürlich Gastronomie, Souvenirshops und man kommt zum Tierpark und zum Baumwipfelpfad. Auf unserer Tour rund um den Edersee haben wir in Netzen auch dieses alte Bahnhofsgebäude entdeckt, welches umgebaut wurde zum Restaurant. Hier gibt es tatsächlich Pfannkuchen in aller Couleur, süß, salzig, scharf. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Und hier kann man mit dem Wohnmobil stehen. Immer wieder genießen wir oben auf dem Berg die Aussicht auf den Edersee. Im Übrigen gibt es hier ein kleines Dorf, etwa 2 Kilometer südwestlich vom Schloss Waldeck auf einer kleinen schmalen Anhöhe. Das Dorf hier entstand auf dem Gelände des ehemaligen Nonnenklosters, das 1566 nach der Einführung der Reformation in Waldeck aufgelöst wurde. Kann man sich kaum vorstellen, oder? Unsere Räder haben einen kleinen E-Motor und somit kommen wir wirklich überall hoch und runter. Versucht es selbst. Ganz schön. Prost, ihr Lieben. Auch die Gastronomie ist klasse. Hier haben wir einen Griechen gefunden, direkt in Waldeck. Er ist super günstig, sie sind sehr freundlich und sehr aufmerksam. Lecker. Und zum Schluss die Staumauer bei Nacht. Thank you.